liebe Politikfans, Local Politics ist heute hier am Augsburger Messezentrum, haben die Gelegenheit heute dem Chef der Augsburger CSU, Landtagsabgeordneten Johannes Hintersberger zu sprechen, zu dem Thema in Augsburg, die politische Situation bei der CSU. Herr Hintersberger, letzte Woche war ja die Gründung der neuen CSM, also neuen christlichen sozialen Mitte. Einige CSU-Stadträte haben sich abgespalten, eine eigene Fraktion gegründet. Wie bewerten Sie diesen politischen Vorgang? Es schmerzt mich, dass die 6 Kolleginnen und Kollegen hier jetzt aus der Fraktion und auch aus unserer CSU hinausgegangen sind, eine eigene Fraktion machen. Es ist schade, insbesondere weil hier zum Schluss auch keine Gesprächsbereitschaft mehr seitens der Kollegen bestanden hat. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Türe der CSU immer offen steht. Und dass wir hier jetzt auch nach vorne schauen müssen. Das heißt, wie geht es weiter im Stadtrat? Insbesondere für die nächsten 2 Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl. Hier ist es notwendig, dass man insbesondere auf Sachbasis eine koordinierte Zusammenarbeit anstrebt. Dies haben wir vor, sodass wir hier insbesondere die Oberbürgermeistermehrheit, die gestalterische Mehrheit im Rathaus auf der Grundlage unseres CSU-Wahlprogramms für die nächsten 2 Jahre auch weiter gestalten und umsetzen können. Ich denke, dies erwarten die Bürgerinnen und Bürger und auch zu Recht. Das bedeutet, dass man im zweiten Schritt auch regelmäßig miteinander kommunizieren muss. Die Fronten waren ja ein bisschen verhärtet zwischen der einen oder anderen Person, ohne mal jetzt ins Detail zu gehen, wenn man das Wahlprogramm der CSU umsetzen möchte. Wie soll denn so eine Kommunikation ablaufen? Sie haben ja gesagt, die Mehrheit muss da sein, ja, bei den wichtigsten Entscheidungen. Wie soll denn so eine Kommunikation zwischen den, sage ich mal in Anführungszeichen, konfliktbereiten Parteien da sein? Ja, Sie haben es vorher auch nochmal angesprochen. Ich möchte es nochmal betonen. Mich schmerzt es deshalb, weil ich es überhaupt nicht verstehen kann, wenn hier wegen der ein oder anderen Person die gemeinsame politische Grundlage sozusagen verlassen wird. Das kann ich nicht verstehen. Ich habe das mit dem Vergleich auch einmal so genannt. Selbst wenn mir ein Pfarrer jetzt nicht passt, nachher gehe ich nicht aus der Kirche raus. Aber dies ist jetzt so, diese Entscheidung ist gefallen und wie gesagt, es ist notwendig, dass man im Gespräch bleibt, dass man hier insbesondere, was die Sachpunkte, die anstehen, bespricht, um eben die gestalterische Mehrheit im Rathaus zu erhalten, um dementsprechend die Punkte, die wir auch in unserem CSU-Wahlprogramm 2008 mit unserem Oberbürgermeister Dr. Griebel den Wählern sozusagen gesagt haben, jetzt auch in den nächsten 2 Jahren bis zur nächsten Kommunalwahl auch weiter konstruktiv umsetzen. Und hier läuft ja sehr, sehr viel. Augsburg ist ja wirklich nicht zuletzt durch die nachhaltige Unterstützung auch seitens der bayerischen Staatsregierung hier wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr gut vorangekommen. Ich denke an die Entwicklung unseres Zentralklinikums mit dem Mutter-Kind-Zentrum. Ich denke an das gesamte Riesenthema Innovationspark mit diesem neuen Material Carbonfaserverbundstoffe zusammen mit Premium Aerotech. Ein ganz wichtiges Thema für die Arbeitsplätze von heute, aber vor allem auch für morgen und von übermorgen. Ich denke an die Entwicklung unserer Fachhochschule, unserer Universität. Also ein ganz starkes Stück, was wir hier vorangebracht haben. Und dies darf nicht aussetzen, dies muss weitergehen. Und von daher denke ich auch, dass wir auf sachlicher Ebene diese Perspektive haben. Herr Hintersberger, vielen Dank für das heutige Statement. Gerne. Ja, das war das Interview mit Johannes Hintersberger, Chef der Augsburger CSU zur aktuellen politischen Situation. Ich danke fürs Zuschauen.